Ja, herzlich willkommen. Ich zeige euch heute mal unsere Februarangebote. Als erstes wäre dieses Donut-Set. Ihr seht hier diese Donut-Form. Endlich mal Donuts machen ohne diese ewigen Fettspritzerei. Ihr gebt hier den Teig rein, ab in den Backofen. Einfacher geht's nicht. Ohne Stinkerei, ohne diese ewigen dieses in Fett schwimmende Donutmasse. Aber ihr könnt auch natürlich ganz andere Sachen damit machen, auch kleine Kuchen zum Beispiel. Oder ich habe jetzt auch ein ganz tolles Rezept gesehen. Da hat jemand Sushi in den Formen gemacht. Auch eine ganz tolle Idee. Sind natürlich antihaft beschichtet. Dazu zu dem Donut-Set gibt es diesen Teigmischer. Ich mache auch gleich noch ein extra Video, wo ich auch noch ein paar Donuts mache. Das heißt, ihr gebt hier wirklich die komplette Füllung herein, pumpt dann mit ein paar Pumpstößen und könnt dann hier wirklich ganz gezielt hier mit dieser Skalierung könnt ihr dann die Donuts direkt oder die Donuts-Mischung direkt hier in die Formen geben. Ganz besonders gut ist es geeignet für Waffelteig. Also da mache ich es tatsächlich auch so, dass ich nicht den Thermomix nehme, sondern den Teigmischer. Ich mische den Teig hier drin und gebe es direkt in das Waffeleisen. Und je nachdem, welches Waffeleisen ihr habt, stellt ihr dann die erste, zweite oder dritte Skalierung ein. Also ich habe so ein Berliner Waffeleisen oder so ein belgisches Waffeleisen, da habe ich die Stufe 3 und unsere normalen, da geht es schon mal Stufe 1 oder Stufe 2. Schön zum Wegpacken. Dann haben wir auch noch hier den Apfelmax im Angebot. Also das wäre jetzt für 99 Euro komplett. So, dann haben wir noch hier den Apfelmax, ist natürlich auch hier vorne mit einer Schutzhülle, damit ihr euch auch nicht verletzt. Alles natürlich aus Edelstahl, könnt ihr auch in die Spülmaschine geben und ihr teilt eure Äpfel direkt schon gleichmäßig in 10 gleiche Teile. Ich zeige es euch mal gerade. Ihr setzt den an, wackelt ein bisschen, zack. Somit habt ihr schon direkt hier euren Apfel wunderbar geteilt. Er geht jetzt nicht hundertprozentig bis runter. Erst wenn ihr den rauszieht, das hat den Grund, dann könnt ihr den nämlich wieder zurückgeben. Das kleine Stück bleibt übrig. Setzt den Apfel wieder so schön zusammen. Seht ihr? Setzt den Apfel dann wieder so schön zusammen und könnt ihn in die Butterbrotdose mitgeben. Bleibt frischer. Oder ihr drückt nochmal ganz durch, damit ihr Einzelteile habt. Also ich finde das eine ganz witzige Idee, weil so sieht der Apfel natürlich viel, viel schöner aus, wenn du den so mitnehmen kannst. So, was haben wir noch im Angebot? Unser Helferkarussell. Habe ich schon sehr, sehr lange im Einsatz, weil ihr könnt es auch drehen. Nehmt das raus, was ihr gerade braucht. Und das Schöne ist, in der Mitte, das Teil könnt ihr nochmal extra rausnehmen. Der Clou bei dem Ganzen, hier ist so eine kleine Schublade, da könnt ihr auch den Löffelhalter herausnehmen. Ihr könnt es hier so einfach so dran setzen oder ihr könnt ihn komplett rausnehmen. Wenn ihr mal so schmutzige Löffel habt, dann legt ihr den einfach hier drauf ab. Tatsächlich eins meiner Lieblingsprodukte ist und bleibt diese Teigmatte. Ihr seht hier, die sind 60 cm, also ein Riesenteil. Ist auch wunderbar beweglich. Die wird auch nicht hart. Es gibt Matten, die werden mit der Zeit sehr, sehr hart. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber hier, die sind wunderbar beweglich. Und viele, die möchten ja auch nicht den Teig anfassen. Also nehmt ihr den Teig in die Mitte und knuddelt wirklich mit den Händen, mit der Matte euren Teig. Ihr könnt ihr auch jetzt so weglegen zum Beispiel und die bleibt auf jeden Fall schön gerade, wenn ihr sie wieder auslegt. Das ist nämlich aus Silikon und auch dann mit einer Anti-Rutsch-Funktion natürlich ausgestattet. Und wenn sie absolut bombenfest halten soll auf eurer Unterlage, nehmt einfach ein feuchtes Tuch, wischt mal gerade kurz drüber, legt dann die Matte drauf und die liegt bombenfest. Natürlich dürft ihr auch mal was Heißes drauf abstellen. Die ist bis 200 Grad hitzebeständig, ist auch natürlich ganz gut. Und die Oberfläche von eurer Teigmatte, die ist leicht strukturiert und das seht ihr auch, wenn ich Folgendes mache. Ich gebe jetzt mal gerade ein klein wenig aus dem Teig, also aus dem Streufix Mehl hier drauf. So, und jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme die Matte, lege die hoch und ihr seht hier, bleibt das Mehl dran haften. Und da seht ihr auch, damit die wunderbar strukturiert ist. Und ihr seht hier unten an meiner Unterlage, da ist nichts. Alles in allem ein wunderbares Equipment für euer Backzubehör. Viel Spaß mit den ganzen Sachen.